Da sind wir doch noch viel schneller. Das ist doch noch viel schöner. Was soll das Gejuckel durchs Labyrinth, wenn wir auch direkt schneller sein können? Das ist doch aber nicht die richtige Burg. Wir müssen doch zu unserer. Weiß gar nicht, wo die ist. Wo finde ich die denn? Die ist doch völlig ganz woanders gewesen. Oder ist sie jetzt in der Burg? Haben wir hier mal eine Karte oder so? Items. Karte, Karte, Karte. Für Marie. Deine Sicht kann sie... Die Gesicht kann sie auch hinnehmen. Wir hatten doch aber eine, oder nicht? Kann man die... Ah, okay. Ja, da ist die Burg wahrscheinlich, zu der wir gerade eben schon gefahren sind. Und die andere ist da. Wie kommen wir denn da hin? Können wir da an der Küste langfahren? Geht das? Hier so runter? Kann man das? Hier so durch die Wüste und dann diesen Pfad entlang. Genau. Dann kommen wir hier nicht weiter, oder was? Was ist hier? Ist das nicht sogar da, wo sie ist, die Rosa? Beeil dich! So, dann park mal hier. Ist sie nicht sogar da in der Oase? Sie ist doch gar nicht in der Burg. Kaipo. Lag die im Inn? Ist die hier in der Herberge? Bist du hier, Rosa? Ich weiß es doch nicht mehr. Hier ist die Schenke. Wo ist denn hier ein Hotel oder was? Ist die hier? Liegt die hier? Nee, es sind die anderen Betten. Ja. Die hat doch Zeit. Hier gibt's das Zeugs. Bin ich hier in Kaipo eigentlich total falsch? Oder? Lag sie hier? Bei den Waffen? Nee. Wahrscheinlich stirbt sie jetzt, weil ich zu langsam bin. Ich beeile mich ja gerade schon. Das macht mich irgendwie so hektisch. Was hier? Nee. Doch. Tatsächlich. Gut. So. Um das Wüstenfieber zu allen Bedarfs der Mysteriösen nichts bekommen. Wir haben sie doch. Jetzt geben sie ja. Rosa. So, wo ist es denn? Die komische Perle. Sandperle. Das Strahlen der Sandperle erhellt Rosas Antlitz. Oh. Cecil, dir geht es gut. Dem Himmel sei Dank. Was hast du dir nur dabei gedacht, Rosa? Man sagte mir, du seist beim Erdbeben im Dorf des Nebels ums Leben gekommen. Aber das konnte ich nicht glauben. Es tut mir leid, dass du wegen mir solche Angst hattest, aber sag, was hat es mit diesem Golbis auf sich? Der König hat ihn einberufen. Er führt nun an deiner Stelle die Rotschwingen an. Seit er auf der Burg ist, benimmt sich der König noch merkwürdiger als zuvor schon. Ich vermute, Golbis benutzt den König, um die Kristalle an sich zu reißen. Den Wasserkristall, den du aus Mysidia mitgebracht hast. Den Feuerkristall von Damzian. Den Windkristall von Fabul sowie den Erdkristall von Troja. Troja. Der Feuerkristall ist ihm bereits in die Hände gefallen. Das ist Prinz Edward von Damzian. Dank seiner Hilfe war es uns möglich, dich zu retten. Und das hier ist Rydia aus dem Dorf des Nebels. Fühlst du dich besser? Ja, ich danke euch, Rydia und Edward. Wenn er in Damzian bereits erfolgreich war, wird er als nächstes Fabul angreifen. Wir müssen sofort... Oh. Oh. Du musst dich vor allem ausruhen. Wir gehen nach Fabul. Aber wie wollen wir nach Fabul gelangen? Der einzige Weg führt über den Berg Hops und wird von einer dicken Eiswand versperrt. Rydia, du beherrschst doch den Zauberspruch Feuer, oder? Nein. Aber du bist eine Beschwörerin. Ich kann nicht glauben, dass du diesen elementaren Spruch der Schwarzmagie nicht... Rosa, du bist absolut nicht reisefähig. Du bleibst hier und kurierst dich aus. Es geht schon. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Schließlich bin ich eine Weißmagierin. Cecil, Rosa möchte bei dir sein.
Na schön, dann gehen wir alle zusammen. Es ist bald Nacht und wir müssen morgen früh aufbrechen. Legen wir uns schlafen. Danke, Cecil. Du bist doch noch gar nicht gesund, Mädel. Die Weißmagierin Rosa hat sich angeschlossen. Okay. Aber die andere ist doch auch mit eine Weißmagierin, Rydia. Also die kann das doch auch. In derselben Nacht. Anna, du fehlst mir so sehr. Ah! Oh nein! Was ist denn hier los? Verführungslied. Ich mach einfach mal. Ich frag mich, wie ich mit dem hier gewinnen soll, weil der kann echt nicht viel. Der hat 27 Schaden bekommen, das ist nicht viel. Sei tapfer, Liebster. Ach, wie süß. Da kommt sie. Anna? Kommt sie ihm zur Hilfe? Der stirbt doch. Der kann doch nichts. Samariter. Nee, das bringt mir nichts. Kannst du noch mal singen? Okay, der ist jetzt eingeschlafen. Können wir flüchten? Nicht möglich. Dann, versteck dich bitte mal. Du bist stärker, als du denkst. Nee, eigentlich kann ich nicht viel mit ihm machen. Du musst an mich glauben. Ich versuche es. Ja, ihr habt doch nur eine Harfe. Ach, das war ja easy. Das ging ja. Oh, Mut. Errungenschaft. Anna! Edward, I can be with you but for this moment. The spirit calls me onward to become a part of it again. Don't leave me, Anna! Edward, you must be brave. Golbez cannot be allowed to have the crystals. You gave your love to me once. Now share it. With all the world. Anna, my love. I will try. But what would you have me do? Also dann, brechen wir auf. Ja, das finde ich aber irgendwie traurig auch mit der Anna. Ich bin so froh, dass ihr wieder besser geht. Sie war nur eine kurze Zeit hier, aber ich begann ihr so etwas wie eine eigene Tochter zu sehen. Macht uns doch die Freude und besucht uns mal. Ihr seid Cecil, von dem sie im Fieberwahn ständig sprach. Kümmert euch gut um sie, hört ihr? Okay. Vielleicht können wir ja jetzt nochmal... Was ist eigentlich mit den Leuten hier? Wollen wir nochmal quatschen? Prinz so anmutig wie eine Mainzerin Gestalt, wie Stimme. Aber der ist ja bei uns. Wenn ihr schon mit so einem kleinen Mädchen reist, halt es immer in Hinterreihe. Blabla. Ja. Ja. Wie geht's denen jetzt? Ist der Status jetzt volle Kanne oder... Ja. Alles supi. Dann brauchen wir ja hier nichts, außer vielleicht mal ein bisschen was kaufen. Wir haben ja hier ein bisschen Kohle jetzt. Da können wir auch mal ein bisschen was mitnehmen. Weil das ist ja doch... Und für Phönixfedern brauchen wir echt Phönixfedern. So. Zelt hätten wir... So, das ist auch schon mal gut. Notausgang haben wir gar keine mehr. Nehmen wir auch nochmal drei mit hier. Alles, was geht. Was habe ich noch? So Goldnadel. Da haben wir auch nicht viele von. Davon nochmal. Davon haben wir auch nur zwei. Das nervt auch, wenn die verzaubert sind. Gegengift ist auch nicht viel.
Weil es gibt halt so, wenn die das immer wieder mit einem machen und immer wieder Gegner von derselben Sorte auftauchen, dann ist das, was ich habe, jetzt auch nicht viel. Aber das ist schon mal immerhin etwas. Ich nehme noch mal zwei davon. Davon haben wir 17, jetzt ist es okay. Ja, das ist in Ordnung. Haben wir da 20, dann runden wir hier auch nochmal. Wir haben das Geld ja gerade. Gut, ich könnte mir jetzt auch nochmal Ausrüstung holen. Das hätte ich auch nochmal bedenken können. Bisschen Ausrüstung ist auch schön. Vielleicht können wir darauf mal hinsparen, wenn ich jetzt weiß, was ich so will. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Vielleicht können wir uns da nochmal was holen. Ein Eisenreif nochmal hier für die. 6 auf 7, 6 auf 8. Haben die keinen Lederhut? Echt jetzt nicht? So. Na gut. Dann davon nochmal und davon auch 2. Ja. Ein Lederhemd würde das aber auch wieder schwächer machen, deswegen lasse ich das mal. Ja. Und dann waren doch hier die Waffen auch noch. Dann können wir nochmal da zu den Waffen latschen. Waren die noch weiter unten? Ja. Dann finden wir da auch noch was. Aber das Geld wird wahrscheinlich hier nicht mehr so viel reichen. Aber wie gesagt, kann man ja darauf hinsparen. Hier ein Bogen. Dann kriegt ihr jetzt einen coolen Bogen hier. Na, und dann müsste sie auch nochmal irgendwie... paar Pfeile und so. Sonst sind die ja schnell weg. Wie viel hat sie jetzt davon? 10? Das ist nicht viel. So, 20 wenigstens. Ach, YOLO. So, hast du 25? Das ist jetzt... geht so. Und dann rüsten wir die doch gleich auch mal alle aus. Was haben wir denn hier so jetzt? Da haben wir nichts. Aber links nichts. Der Kopf. Kriegst jetzt einen Lederhut aufgesetzt. Da haben wir... ne, das ist gut so. So, du kriegst deine Traumwaffe. Haben wir nichts, da haben wir nichts. Das hast du schon, das hast du schon. Das würde das verbessern, aber für dich habe ich das auch nicht geholt. Stock. Stock, da können wir ihr auch einen Bogen geben, finde ich auch cool. Dafür haben wir es eigentlich auch gerade gekauft, aber... wofür habe ich denn jetzt den Eisenreif geholt? Für wen hatten wir das denn jetzt? Du hast einen Silberreif. Das würde sie auf jeden Fall... war das hier für dich? Genau, das ist die Schattenklinge. Das wollte ich noch gesagt haben im letzten Part. Dass das ersetzt wurde. Also, dass das Dunkelschwert ersetzt wurde mit der Schattenklinge. Wie ihr seht, hat sich da das bei Attacke auf 20 erhöht. Das finde ich ziemlich cool. Ich finde das nur gerade doof, dass ich hier eigentlich dachte, ich hätte noch für jemanden Eisenreich. Ich glaube, das war dann für Edward. Aber dann ist seine Abwehr zwar besser, aber nicht die Magie. Also so habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Nee, ich finde die Magieabwehr auch ziemlich wichtig. Als nur die normale. Ich lasse es dann mal. So habe ich das umsonst halt geholt. Ich probiere es mal mit dem Stock zu kämpfen. Und wenn sie mit dem Bogen kämpfen kann, besser, aber trotzdem zaubern kann, dann gebe ich ihr den Bogen. Obwohl ich mich frage, kann man auch jemand anderem einen Bogen geben oder nur den? Wenn ich jetzt ihr das... nee, bei ihr wird das gar nicht angezeigt. Das ist... kannst du... kann irgendjemand anderes auch einen Bogen nehmen? Nee, es kann also nur sie... wenn nur sie den nehmen kann, dann wollen wir ihr das auch eigentlich geben. Es sei denn, sie kann, wie sie gesagt, dann nicht mehr zaubern. Das wäre auch blöd. Hm? Okay. So, wir sollen jetzt hier gehen, dann hauen wir mal wieder ab. Ja. Dann speichere ich mal, weil das habe ich jetzt auch seit vorhin nicht gemacht. Nein, das sollst du schon überschreiben. Und dann kann man ja auch die Gruppe hier anordnen. Vielleicht ist das, Wechsel. Ach so. Dann sind die von der... nee, die machen wir mal nach hinten.
und die Rosa nach vorne. Obwohl die ja eigentlich auch nicht besonders stark jetzt ist. Aber wenn sie mit Bogen kämpft, dann, naja. Bin so froh, dass es Rosa gut geht. Ja, das glaube ich. Ich glaube, die eigentlich, was ist das mit Fertigkeiten bei ihr? Was kann die so? Das muss ich dann bei Magie gucken. Obwohl ich immer denke, ich kann das da. Rosa. Vita-Analyse kann die. Das ist gut, dann können wir ja mal Monster analysieren. Protis, sehr gut. Schützt vor physischem Angriff. Vita, Sicht kann sie auch. Lähmung, Gemach, Engel ist auch wichtig und stumm. Mal gucken, was die also noch so lernt über die Zeit. Finde ich gar nicht schlecht. Was mache ich jetzt? Wo geht's jetzt hin? Wir haben da noch diverse Höhlen. Aber irgendwie, ja. Weiß ich nicht so richtig, wo es jetzt lang geht. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Das war hier unsere Ortschaft. Wenigstens wird man nicht angegriffen in der Zeit, wo man hier rumcruise. Dann kann ich nochmal in Ruhe gucken, ob ich irgendwas übersehen hatte. Da können wir auch nicht lang, glaube ich. Nee, da muss es ja dieses komische Geröll unten geben. Da ist die Höhle, die wir schon hatten. Dann gehe ich lieber wieder dahin, wo wir vorher waren. Würde gerne eigentlich nach links nach unten kommen irgendwie. Aber das scheint nicht so einfach zu gehen. Damit fliegen können wir aber auch nicht, ne? Mit dem Ding hier. Können wir nur fahren. Glaube ich, ja. Ist ja doof. Ich weiß jetzt nicht, welche Höhlen wir eigentlich schon ausprobiert hatten. Vielleicht noch mal eine andere ausprobieren. Hier waren wir auch noch nicht. Vielleicht probieren wir das mal hier zu kämpfen nochmal. Was ja das letzte Mal nicht gut geklappt hat. Warte. Ich speichere hier an der Stelle auch nochmal. Das ist wichtig. So. Und dann gucken wir mal, was hier jetzt nochmal ist. Weil die waren das letzte Mal Berghops. Ich glaube, das ist richtig hier. Wegen dem Eis. Da wollten wir eh hin. Aber ich dachte, ich versuche sowieso nochmal. Aber klar, das ist ja der Berg, den wir wollten. Rydia, bitte versuch den Zauberspruch Feuer zu wirken. Okay, da freut sie sich. Versuchen wir das doch mal. Rydia, du kannst das, ich weiß es. Ja. Ich möchte aber nicht. Du möchtest nicht? Ich hasse Feuer. Ihr Dorf wurde durch den Regen, den wir mitgebracht hatten, niedergebrannt. Bitte, Rydia, hör mir zu. Du bist die Einzige, die jetzt in der Lage ist, das Eis zu schmelzen. Wir können dich zu nichts zwingen, aber wenn wir hier nicht weiter und nach Fabo gelangen, werden noch viel mehr Menschen großes Leid erfahren. Ich weiß, es ist schwer für dich, aber du musst tapfer sein, Rydia. Wir alle müssen tapfer sein. Bitte, Rydia. Rydia, nur du kannst allen helfen. Aber Cecil sagt einfach mal nix. Feuer! Das hatte mich eh gewundert, dass sie bisher gar kein Feuer konnte. Rydia beherrscht jetzt den Zauberspruch Feuer. Na, das wird ja auch Zeit. Rydia, du hast es geschafft. Das war unglaublich. Danke, Rydia. Rydia. So, hier ist nix. Gehe ich mal nach links. Oh, und jetzt kommen wieder die Untoten. Und die waren doch gar nicht so einfach. So, singen die mal alle bitte. Können wir jetzt schön Feuer benutzen auf die? Finde ich gut. Zielen. Was ist das? Zielen. Jetzt kämpfen wir das erste Mal mit Rosa. Toll, einer ist schon weg. Das ist ja nicht viel. Die sind echt nicht einfach. So, keine Wirkung. Das ist ja blöd.
Und wieder einer weg. Sehr gut. Zielen. Okay, zielen ist einfach physischer Angriff. Da hätte der Bogen jetzt vielleicht mehr geholfen. Machen wir das so. Was ist beten? Weiß ich nicht. Verteidigung. Dann verteidige mal. Wieder einer weg. Vielleicht kriegt Zettel, der kriegt auch noch einen weg. Sehr gut. Oh, das ist gut, was der Dingens da gemacht hat. Die heilen nämlich gerade von alleine. So, ihr könnt alle einfach mal draufkloppen. Genau. Cecils Stufe ist angestiegen. Das sehen wir immer gerne als Hauptcharakter hier. Da ist nichts. Da geht eine Treppe rund. Ja, da kloppen wir doch gleich nochmal einen rein. Weißmagie. Kotisch bitte einmal. Sing. Das regeneriert uns alle. Dann bräuchten wir da... Nein, wir bräuchten mal Schwarzmagie einmal. Feuer. Und Angriff. Die Köpfe sind eigene Angreifer. Ich dachte, sie gehören vielleicht zu den Skeletten. Okay. Es ist schön, dass wir jetzt von alleine heilen. Das erleichtert doch so um einiges. Das hätte ich die ganze Zeit mal benutzen sollen mit ihm. Wenn ich das mal gewusst hätte. Aber ich kämpfe ja auch noch nicht so lange mit ihm. Klopp mal einfach drauf hier, Rydia. Okay, das schläft die Rosa. Weg mit dem Kopf. Da ist die Rosa wieder aufgewacht. So, den bitte auch mal weg. Ich finde die Köpfe eklig. Die sehen gruselig aus. So, jetzt kloppt ihr einfach bitte nur noch drauf. Bis das Ding weggeht. Das hält ganz schön lange an, diese Selbstgeneration. Das finde ich ziemlich cool. Weg. Rydias Stufe ist angestiegen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht hier bei Final Fantasy IV, wenn wir die Treppe hochgehen. Mal gucken, was passiert. Und mal gucken, wie es sich noch entwickelt hier mit unserem Baren und der Rosa. Und ja, ist ziemlich cool. Wir haben jetzt schon 4 Leute, mit denen wir kämpfen. Bin gespannt, was noch so passiert. Bis dann!